Ihr lieben Leichtmann, Augen werden des Liedes her, der aller gern. Am Freitagabend bin ich immer ins Kegeln gegangen, zum Schmitzheiner am Oberen Tor. Damals, da hat es noch keine Kegelaufstellautomate gegeben. Wir haben einen Kegelboom gehabt. Wenn wir in die Vollen geschoben haben, da ist der Bu immer ziemlich ins Schwitzen gekommen. Dann haben wir gesagt, pass auf, für jeden Neiner, den wir schieben, kriegst du 10 Pfeng extra. Da hat er sich gefreut. Und da haben wir uns dann gewundert, warum wir plötzlich so viel Neiner schieben. Bis wir draufgekommen sind, da hat doch der Schlawiner den letzten Keil hinten zwischen König und den ersten Keil vorne reingelegt. Und zwar so, dass man auf dem Anlauf gar nicht sehen konnte. Obwohl dann die Kugel gar nicht so präzise in die Gassen gekommen ist. Da hat der Keil unten rumgewirbelt, dass immer mehr Kegel umgefallen sind wie normal. Da hat der Schlawiner nach ein paar Wochen sein Taschengeld ganz schön aufgebessert gehabt. Ab 1960 habe ich dann beim Bosch-Sportverein in der ersten Mannschaft gekegelt. Ich glaube, wir waren gut. Wollen wir mal feiern, unsere Grenzstadt hoch in Bayern, da bin ich die Altstadt.